Die Ausbildung geht weiter. Kurdische Soldaten fahren mit dem geschützten Fahrzeug Dingo 1. Lenkung, Gaspedal und Feingefühl. Durch schwieriges Gelände und tiefe Löcher manövriert ein Peschmerga über die Geländestrecke an der Logistikschule der Bundeswehr. 10 Tage lang bildet die deutsche Bundeswehr hier insgesamt 10 kurdische Soldaten auf dem minengeschützten Fahrzeug Dingo 1 aus. In kleinen Gruppen mit einem Dolmetscher erhalten die Peschmerga zunächst eine technische Einweisung am geschützten Führungs- und Funktionsfahrzeug. Da ist Bremsflüssigkeit drin. Das ist der Lüfter. Und das ist unser Kühlgehäuse. Technikausbildung gehört bei der Bundeswehr genauso dazu wie die Teilnahme an einem Sicherheitstraining. Hier üben die Peschmerga neben extremen Fahrsituationen auch das Bergen von Verwundeten aus einem verunglückten Dingo. Im Überschlagssimulator geht es dann professionell und gut gelaunt zur Sache. Die kurdischen Soldaten wissen die Ausbildungsmöglichkeiten hier in Deutschland sehr zu schätzen. Wir finden es interessant, was Deutschland für uns geleistet hat. Wir hoffen, dass es nicht der letzte Schritt ist, sondern weitergeführt wird. Und wir wünschen uns, dass die anderen Länder, genau wie Deutschland, solch eine Ausbildung durchführen werden. Neben 5 Fahrzeugen des Typ Dingo 1 wird auch ein Tanklastwagen in den Nordirak geliefert. Hierzu werden 4 Techniker ausgebildet. Diese haben bereits Erfahrung und Fahrpraxis auf Fahrzeugen dieser Klasse. Der Schwerpunkt der 160 Ausbildungsstunden liegt auf der Praxis. Aufgrund des erwarteten Geländes im Irak geht es vor allem um das Durchfahren von tiefem Sand und Schlamm. Dazu erlernen die Soldaten die Nutzung der eingebauten Hilfen des Dingo 1. Mit einem Gewicht von über 9 Tonnen und über 5 Metern Länge braucht es Übung und viel Gefühl im Umgang mit Lenkrad und Gaspedal. Die Vorkenntnisse bewegen sich zwischen Fahranfänger und Profi. Hochmotiviert und wissbegierig gehen die kurdischen Soldaten in ihre Rolle als Fahrschüler auf. Aus Sicht der Ausbilder wurden die bis hier gesteckten Ziele erreicht. Ja.